Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online hier auf Mephobia. Zum dritten Teil unseres, Weihnachtsspecials ist jetzt halt schon sehr lange her, seitdem die ersten zwei Folgen kamen. Aber ich würde trotzdem gerne noch die restlichen Sachen, noch durchquesten. Und natürlich ist der Justin wieder dabei. Ja, ich bin immer noch da. Ich wink ganz fleißig. Und ich würde sagen, wir machen jetzt diese Folge mal die ganzen Rennen, die die letzten Wochen noch alle reingekommen sind. Guck mal, Frage annehmen. Hallo, alle sind pausenlos damit beschäftigt, Dinge vorzubereiten, Kekse zu backen und Dekorationen aufzuhängen, dass sie völlig vergessen, was an den Feiertagen wirklich zählt. Ja, ganz genau, hohe Geschwindigkeiten. Ich habe einen Reitweg durch das Dorf angelegt, damit dich jeder vorbeirauschen sehen kann. Und keine Sorge, wenn dir irgendjemand im Weg steht, das ist die Person dann selbst schuld. Worauf wartest du? Schwing dich in den Sattel. Sag Bescheid, wenn du auf OK drückst. Drücke auf OK. Boah, ich hab daneben gedrückt. Und diesmal ist Crazy Dream dabei. Oh. Und nicht mehr Oswin, weil ich habe Oswin tatsächlich mittlerweile geschafft, endlich auszuleveln. Und dann, ich möchte die Erfahrungspunkte für die Pferde nicht verschwenden. Junge, ganz professionell, das erste Hindernis einfach straight up reingeritten, weil ich nicht gesehen habe, was da ein Hindernis war. sehr gut. Magst du eigentlich Eiswege, die in der Luft sind? Ja, ich habe da immer Angst, dass ich irgendwo runterreite und dann darf ich direkt wieder nach vorne anfangen. Ja, dann das habe ich. Dann pass mal auf bei dem Rennen. Da gibt's nämlich... Der Schlitten hat mich weggerammt. Ja, es gibt nämlich... ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, von einem Schlitten getroffen zu werden. Oh Gott, ich wäre fast runtergefallen. Ja, ich habe auch gerade fast bei dir den Schlitten ausgewichen bin. Was denn das? Und da ist der Kalender. Ja, den holen wir auch noch. So. Pass am Ende bitte vor fliegenden. Hier. Schlitten auf. 1:13:55. Ja, habe ich gemerkt. Aber da war ich zum Glück schon im Ziel. Nee, ich bin rechts dran vorbeigeritten. Ganz frech. Den hast du wirklich einen Festtagszauber geboten. Machst du dir Sorgen, dass du die Vorbereitungen gestört hast? Ach was, in diesem Dorf muss definitiv weniger gebacken und mehr galoppiert werden. Komm jederzeit wieder für einen weiteren Ritt durch das Dorf. Perfekt. Ja. Dann gibt's damit hier irgendwo noch ein Rennen. Ich werde dir einfach hinterher, du hast ja, schon den Plan. Ja, musst du auf der Karte gucken, irgendwo da ist ein gelbes Ausrufezeichen. Oder ich reite dir einfach hinterher, da muss ich nicht gucken. Ja, ich musste gerade mal kurz gucken. Also ich wusste, dass es ungefähr in die Richtung ist, aber nicht genau. Noch ein Pinguinrennen. Oh Gott. Hallöchen, in diesem Winter veranstalten wir ein ganz besonderes Rennen. Es führt dich auf eine wundervolle Reise durch den Wald und über den gefrorenen See. Aber pass auf die Pinguine auf. Sie leben nahe der Strecke und könnten deinen Weg jederzeit kreuzen. Oh, ich erinnere mich an das Rennen. Ich drücke jetzt auf OK übrigens. Aber ich kann mich an das Rennen erinnern. Ich glaube, ich habe einmal, 4 Versuche gebraucht, um dieses Rennen zu schaffen. Oh nee. Mach mir doch keine Angst. Oh, ich habe auch teilweise ziemlich dämlich angestellt. Beziehungsweise habe ich irgendwelche Abkürzungen versucht dann zu nehmen und habe nebenbei YouTube geguckt. Weißt du nicht, warum? Weil man das beim Level recht gut machen kann. Ich wollte gerade springen und ich konnte nicht springen. Perfekt. Ich weiß nicht, wo lang. Doch, da. Oh nee, jetzt bin ich am Eis. Ja. Und diesmal bin ich schnell. Und er ist einfach nicht gesprungen, obwohl ich gesprungen habe. Ja, stimmt. Das passiert öfter bei den Hindernissen, dass die Pferde einfach nicht springen. Die springen gar nicht. Versuch gar nicht. Okay, also drum herum rein. Ja. Gut. Habe ich auch gerade gemerkt. Anscheinend springen die wohl. Oh, jetzt. Es sei denn, du bist weit genug weg, dann schaffst du es doch zu springen. Oh, ich reite einfach drum rum. Oh Gott. Ist aber auch nicht so einfach.
Hallo, ich rutsche gerade wie so ein. Ich bin einfach mal rumgerutscht. Ja, ich glaube, das war der größte Teil, wo ich dran gescheitert bin. Mein Pferd ist einfach nicht gesprungen über die Hindernisse. Aber die Hindernisse hier müsstest du auch drüber springen können, aber das. Ja, kannst du, habe ich schon. Naja, aber. Da verlierst du auch nicht viel Zeit, drum herum zu reiten. Ah, warte, es geht ja gar nicht die Rampe runter mit dem Eis. Du musst hinten übrigens runter. Ja, ich einfach den Pfeil, ne? Ja, ich wäre fast zu früh abgebogen. Einmal die Rampe runter. Oh Gott. Am Haaresbreite wäre ich übers Hindernis gekommen unten. Weil den Pinguin versucht bitte gar nicht erst drüber zu springen, das kannst du vergessen. Das habe ich auch vorhin schon nicht versucht. Ne, ich habe das gemacht, um auszuweichen, mit trotzdem nicht gesprungen. Ein Gruppenauftrag. Wie lief es? Ich habe eine gute Nachricht. Du kannst das Rennen jeden Tag wiederholen. Ist das nicht toll? Also irgendwie habe ich das Rennen echt schwer im Kopf gehabt. Und ja, Level 5. Mein Pferd. Was bin ich gerade? Was sind die Quests in der Mitte? Da kommen wir später zu. Okay. Ich würde nämlich jetzt eigentlich gern diese Folge jetzt damit verbringen, echt die ganzen Rennen und so zu machen. Ja. Und dann gibt es dann doch so eine neue Questreihe, die reingekommen ist, und die würde ich dann gerne separat machen. Das heißt, der Part jetzt wird auch ein bisschen kürzer werden. So. Zusammen ist jetzt Todd. Ich hoffe, ich kann die Quest noch machen. Ich weiß nicht genau. Hallo Astrid, hier sind ein paar Tiere, die ich gerne kennenlernen würde. Möchtest du gerne etwas erfahren über... Knur? Was sagst du, Ursa? Die Elfen entführen die Polarfuchswelpen? Sie sind so flauschig! Flauschig. Oh nein, das ist nicht gut. Bei den Elfen kommt es zu einer kriminellen Reaktion auf die Überdosis Niedlichkeit. Sie zeigen mangelnde Fähigkeit dabei, den starken Drang zu unterdrücken, sich einen Fuchs als Haustier zu schnappen. Wir müssen die kleinen Polarfüchse zurück zu ihren Mamas und Papas bringen. Glück? Was sagst du, Fall? Du willst dabei helfen? Astrid, die Tiere erlauben dir, während dieser Rettungsmission auf ihnen zu reiten. Sie können dich in hohem Tempo den Entführern nahe bringen. Los, spring auf. Wollen wir das machen? Was, wie? Eins der anderen Tiere nehmen, die hier sind. Ach, man kann die anderen Tiere... Eigentlich kann man die anderen auswählen. Ah, ja, ich bin am Bären. Einmal anklicken. Ich weiß, ich überlege gerade, ich möchte auf... Ich nehme den Bären. Ich nehme Ron. Let's go. Ich springe. Guck mal da hinten. Du bist ganz warte, ich bleib mal stehen. Lass mal nebeneinander stehen. Ja, ich bleib hier stehen. Ein bisschen. Ich hab einen Bären. Ich hab einen Reh. Ich finde den Bären süß. So, ich finde das, so find das Reh toll. Guck mal, das springt so schön. Der Bär. Zack, zack. Ist der Bär schneller? Ja, ich glaube schon. Aber vielleicht ist das Dreh ist auch absolut langsam. Müssen wir die anklicken? Ja. Ja. Oh, einen habe ich. Das ist fast so wie das alte Rennen, was es mal gab. Ach nee, man muss ja einfach nur gegenreiten. Also es gibt ein Rennen, was mal so ähnlich war. Aber das war viel lustiger jetzt mal, sagen wir es so. Und zwar sind Geschenke von einem Schlitten runtergefallen. Und die waren hier überall, du musst die Geschenke einsammeln. Und unter drei waren noch irgendwelche Viecher versteckt. Was waren das? Genau, da waren Juwelböcke drunter. Mhm. Und du musstest denen dann immer hinterherreiten und versuchen, die zu fangen. Auf dem Eis. Und die haben so scharfe Kurven gemacht, dass du eigentlich stehen bleiben konntest und warten konntest, bis die irgendwann wieder da vorbeikamen. Ich gebe die Quest nicht mehr, aber ich will den Bären behalten. Die kannst du auch so benutzen. Oh! Du kannst auch den Riesen-Jubelbock nehmen. Also eigentlich kannst du die auch so reiten. Aha!
Vielen, vielen Dank. Sieh nur, sie sind wieder bei ihren Familien. Ich glaube, die Tiere möchten dir etwas sagen. Geh doch hin und sprich mit ihnen. Wir gehen da gleich hin, aber ich hole mir jetzt... Hallo. Ich hole mir jetzt Sven. Ich habe jetzt auch keine Ahnung. Sind immer wieder los. Pinguine? Ja, Pinguine bestimmt nicht. Ich denke gerade nur laut. Sonst könnten wir halt unsere Geschenke noch aufmachen. Ja, ach, da bin ich gerade sogar so. Ich stehe genau neben dem Baum. Ja, ich gleich auch. Da bist du. Hallo. Wo ist denn die Eins? In der Mitte. Hier ist die Eins. Der geht immer von außen nach innen. Von innen nach außen. Ja. So. Ja, ich habe mein... Doch, meine Tasche ist leer. Meine ist jetzt so kritisch. Sollte kann man von gehen. Hier nicht auf seinen Schrank zugreifen? Ja, irgendwo? Kann man. Achso, okay. Dann. Jetzt auch irgendwo. Da sind auch nicht alles so Klamotten drin. Also... So, okay. Eins wird für uns recht uninteressant sein. Aber ja. Dann öffnen wir unsere Geschenke vom Adventskalender, der jetzt schon bald verschwindet. Perfekt. Ja, dann pack du mal an. Eine Wintermütze. Ich würde jetzt muss einfach. Muss man die nochmal einsammeln oder reicht es, wenn das grün ist? Du musst das Geschenk öffnen. Okay. XP. Oh, Reiter XP. Futter. Oh, sehr gut, das kommt gut. Ich hab keins mehr. Pferde-XP. Oh. Deswegen solltest du das auch immer einsammeln, Pferd, was du Level 5. Jorvik-Schillinge. Oh, ich habe schon das nächste aufgemacht. Ups. Markenhufeisen. Markenhufeisen. Oh Gott, Haselnussbraunes Halfter. Wintermarke. Da sind wir 9. Pio. Oh, ich hasse das Wort. Möchtest du das nicht vorlesen? Pirouetten. Du tust diesen. Oh, genau jetzt gerade musste ich niesen. Tut mir leid. Dunkle Satteldecke aus Kunstfell. Hast du genau die perfekte Timing ausgesucht, dass ich was vorlesen soll? Salbei grünes Halfter. Salbei. Ja. Ja, ich konnte das Wort nicht lesen. Da war noch das vom davor drin. 50 XP. So, Pferde XP. Blau-pinke Schneeleggings. Oh, Jorvik-Schillinge. 200 Stück. Oh Gott. Pinker Mantel Fashionista im Schnee. Wintermütze Schneemann. Teddystoffpullover. Teddystoffpullover ist ein guter Name. Ich hab die falsche aufgemacht. Perfekt. Futter. Ich hab grad irgendwas aufgemacht, was nicht sein sollte. Wahrscheinlich 25, denke ich. Helllila Mantel Fashionista im Schnee. Pferde-XP. Beige, weiße Schneeleggings. Beige. Sorry. Ja, beige. Stimmt. Beige, weiße Schneeleggings. Ja, ich habe tatsächlich das Wort beige, glaube ich, noch nie gesehen. Oh, was haben wir an Weihnachten bekommen? Ui. Nee, Weihnachten kommt jetzt. An Heiligabend. Tut mir leid. Da wird jetzt ein Code stehen. Ich hab 30 aufgemacht. Da steht jetzt ein Gutscheincode drin, für den man 300 Starcoins bekommt. Hast du den schon eingelöst? Ja. Achso, perfekt. 26 habe ich schon aufgemacht aus Versehen. Da war 50 XP drin. Jorvik-Schillinge. Wintermarke. Oh, meisterhaft geschmiedete Hufeisen. Ja, 30 habe ich außerdem schon aufgemacht.
Da ist ein Pullover Schneemann drin. Und jetzt das letzte. Da gibt es eine braune Satteldecke aus Kunstfell. An Silvester. Perfekt, mein Rucksack ist voll. Genau, jetzt. Nee, ich hab noch ein bisschen. Mein Rucksack ist gar nicht voll. Da sind noch zwei Plätze frei. Bei mir ist noch eine ganze Reihe frei. Ganze hier, Reihe und zwei. Hier, der Gutscheincode bleibt da jetzt auch stehen. Muss wie, wo? Ach ja, stimmt, hier. Ja, der bleibt da stehen, damit der nicht so... Ja. Ich komm da hin. Ich möchte doch einmal woanders einpacken. Ich wollte jetzt nicht den Gutscheincode die ganze Zeit sehen. Achso, ich laufe dir rückwärts hinterher. Ja. Jetzt bleibt der aber stehen. Ja, natürlich. Da wir jetzt am Ende von der Folge sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.